Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute machen wir weiter mit einem Masterboard, was wir zusammen gemacht haben. Und zwar dieses hier. Das ist natürlich jetzt schön durchgetrocknet. Das liegt jetzt auch nicht ganz so weit. Also wenn das jetzt nicht trocken ist. Ja, ich würde dieses Masterboard ganz gerne irgendwie hier mit einbringen. In dem Frühlingsalbum. Ich glaube, da kann das ganz cool aussehen. Und da war ich jetzt an überlegen, was ich mache. Und ich würde damit gerne ein kleines, ganz einfaches, simples Heftchen machen. Und habe mir da überlegt, ich habe ja diese Stanzen. Ich möchte diese Stanze ohne die Löcherchen da haben. Die holen wir uns ja jetzt erstmal raus. Und dann muss ich erstmal gucken, ob ich davon so, ob ich jetzt zwei Stück rauskriege. Aber ich, ach klar, super. Ja, ich muss das aber vorher in der Mitte durchschneiden, damit ich das schräg, also damit ich leicht schräg in die ins Stanzgerät reinlegen kann. Das möchte ich einmal ausstanzen hiermit und dann würde ich gerne, weil ich glaube, das passt ganz gut. Ich habe mir mein Vintage Paper wieder dazu geholt. Denke ich, dass man das passt ja schon, warte mal. Das finde ich schon ganz gut. Ja, gut, das passt natürlich irgendwie immer. Aber es kann ruhig ein bisschen ruhiger sein. Das finde ich auch nicht schlecht. Oder mischen wir das? Nee, wir nehmen das letzte hier. Wir nehmen das hier. Das sind zwei, dann hätten wir vier Seiten davon. Ich glaube, das reicht. Das brauchen wir einmal. Und dann brauchen wir noch ein Blatt. Das zeige ich euch dann gleich, was wir damit machen. Eins, nicht zwei. So. Das heißt, ich werde jetzt erst einmal das hier und zwei Blätter davon hämmert ausstanzen. Das mache ich jetzt einmal fertig und dann hören wir uns wieder. Also, ich habe jetzt alles gestanzt. Ich zeige euch die Stanze nochmal. Ich verlinke euch unten einfach auch alles. Das war einmal die hier. Wenn ich die finde, verlinke ich sie euch. Ansonsten kann man als Alternative auch einfach diese Schere hier nehmen. Oder dieses Schneidebrett. Das ist auch ganz cool dafür. Da kriegt man auch diese Kante hin. Je nachdem, was man einfach da hat. Oder man raut das Papier vielleicht am Rand einfach an. Je nachdem, was man machen möchte, ist eine rein individuelle Sache. So, ihr seht, die habe ich nicht ausgestanzt. Wir legen die hier erstmal. So, wir legen die zur Seite. Und die beiden geht das. Das Problem ist nämlich hier, die Seite ist natürlich weiß. Das möchte ich nicht. Das müssen wir jetzt ändern. Und das machen wir jetzt, indem wir das jetzt erst einmal hier drauf kleben. Ich möchte so einen kleinen feinen Rand machen, einfach nur so. Dann hat das Ganze ein bisschen mehr Stabilität zum einen. Und zum anderen habe ich dann die Innenseite auch schon dekoriert. Ich werde dann überlegen, ob ich es schon direkt dahinter klebe und dann ausstanze. Nee, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Jetzt machen wir das Ganze so. Dafür brauche ich einmal meinen Kleber. Meinen Pinsel und ich glaube, den Kleber müssten wir einmal auffüllen kurz. Dann geht das Ganze ein bisschen besser. Wenn das nämlich relativ leer ist oder ich sag mal nur noch halb voll, dann ist das Problem, dass der Kleber nicht ganz gut da rauskommt. Wir wollen es ja so einfach wie möglich haben. Also machen wir das doch auch so einfach wie möglich. Ich nehme mal noch ein Tuch dazu. So. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Dann kriege ich das Ganze jetzt ein bisschen Kleber. Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche irgendwas zum Unterlegen wahrscheinlich. Dann nehmen wir das. Und dann gehen wir da einmal drumrum. So, ich sag mal so, gerade die Kante, die muss natürlich kleben, das ist klar. In der Mitte machen wir natürlich auch ein bisschen was drauf. Außer Frage. Rand ist aber in dem Fall tatsächlich recht wichtig. So, und dann verteilen wir das einmal. Also ich ziehe das einfach nur raus,
dass die Kante schön Kleber bekommt. So. Ist dann rumgeschmiert. So. Dann nehmen wir das einmal auf und kleben das jetzt hier einfach drauf. So wie ich das ganz gerne möchte. Ein bisschen runter vielleicht. Ein bisschen runter, nur ein bisschen noch. So. Haut das hin? Das haut hin. Ein bisschen rüber. So, ja. Okay. Das Gefühl, es ist schräg. Okay. Schön andrücken. Wenn man möchte, nochmal mit dem Halsbein so drüber gehen. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Sieht doch ganz gut aus. Gucken wir, dass wir das dann hier auch machen. Sehr gut. Das lasse ich jetzt einmal anziehen. Dann nehmen wir den nächsten. Auch hier machen wir nichts anderes. Wir geben einmal Kleber drumherum. So. Hier unten natürlich auch. Hoch. Und dann verteilen wir das einmal wieder. Schub, 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 schub. Schön an die Kante entlang. Wie gesagt, die Kante ist da wichtig. Ja, es klackert noch. Ich bin noch nicht ins Gespräch mit meinem Stuhl gegangen. Es ist noch nicht so weit gewesen heute. Aber Wochenende ist ja noch ein bisschen, ne? So. Wir nehmen uns das Papier wieder. Einmal hier drauf. Okay. Auch einmal wieder schön andrücken. Dann gehe ich hier wieder mit dem Halsbein einmal hoch und runter. Von der Rückseite kann man das auch gerne nochmal machen. So, hat man alles gut verteilt. Jetzt machen wir den Kleber zu. Ja, und jetzt schneide ich das einfach ab. Also das, was hier mir zu lang ist, das schneide ich einmal ab. Ich mache einmal den Kleber ab. Das kann dann weg. Dafür nehme ich einfach den Hebelschneider. So, haut das wohl hin? Nein. Wir gehen mal. Also abschneiden ein Stück kriegen wir immer noch hin, aber dran kleben halt. Ne? Das ist immer so eine Sache. So. Okay, ja, das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt gucken wir mal. Nehme ich den jetzt so ein bisschen als Richtlinie. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ansonsten messt das natürlich aus, ne? Das ist ja klar. So. Ich glaube, ich schnipple damit noch ein kleines Stück ab, aber ich glaube, das ist okay. So. Da ist das kleine Stück. Und dann nochmal. So, machen wir dasselbe auch nochmal. Ist das jetzt schief? Nee. So. Und da. Ja, komm, mach's. So, dann sind die auch gleich groß. Da kann ich nichts mehr mit anfangen. Also kann man schon. So, dann habe ich meine Front- und meine Backside. Allerdings, wie sollte es anders sein? Eins ist an der Stelle sehr wichtig. Da brauchen wir noch mal ein Papierchen. Ja, geht. Machen wir damit. Wir nehmen einmal unsere Distress-Farben. Das sind einmal, ich nehme wieder Ground Espresso und ich nehme Vintage Photo in dem Fall. Das mache ich mit denen hier jetzt gleich auch. Seht ihr die? Ja, ihr seht das so halbwegs. Und zwar distresse ich das Ganze jetzt noch. Erstmal so, einer nach dem anderen natürlich. Bedeutet... Ich brauche hier gleich eine. Ich nehme gleich eine andere Unterlage, das ist mir zu klein. Ich distresse erst mit Vintage Photo und dann gehe ich, damit die Kante so ein bisschen dunkler ist, mit Ground Espresso drüber. Espresso, so. Und wenn ich das gemacht habe, hören wir uns wieder. Thank you.
gut, so sieht das Ganze jetzt erst einmal aus. Ich finde, das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Und natürlich alle sehr unterschiedlich, die Seiten. Das mag ich auch ganz gerne. Ich habe halt wie so ein angekokelter Rand ist das halt. Das ist dieser Effekt zwischen diesem Grau und Espresso und Vintage-Foto, wenn man das macht. Das finde ich ganz cool. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Seiten ein wenig dekorieren. Hier vorne würde ich jetzt erstmal nichts drauf machen. Aber hier, ich habe mir jetzt einmal dieses Stempelset rausgesucht und dieses. Ich mag halt so Schriftstempelsets ganz gerne. Das ist von Scrapberries gewesen und das ist von Prima Marketing. Und das nehme ich da auch einmal raus. Dafür nehme ich jetzt auch tatsächlich keinen Stempelblock oder ähnliches. Da stempel ich jetzt einfach wild drauf los. Mir fällt gerade ein, ich will noch was anderes. Moment. Da habe ich einmal das Stempelset noch. Wie gesagt, ich verlinke euch das, was ich verlinken kann, immer alles unten in der Infobox. Hier nehme ich aber tatsächlich dann doch einen Stempelblock, zumindest für die Kleckse. So, dann gucken wir mal. Dafür nehme ich jetzt auch Vintage Foto. Ich habe noch Kleber an den Finger, okay. Und ich würde Distress Old Paper nehmen. Fangen wir mal damit an, gucken uns das mal an. Ich weiß nicht, wie das auf dem Papier aussieht. Ich gehe hier einfach nur so rein. Also ich mache da jetzt keinen... So finde ich es gut. Ich mache da jetzt nichts hinter oder so. Wie gesagt, dann habe ich da so ein bisschen... Dann ist das nicht so perfekt, der Stempel. Genauso soll das sein. Ein bisschen intensiver. Ja. So, dann tauschen wir einfach mal. Dann haben wir da auf jeden Fall so einen kleinen Vintage-Effekt. Und dann gucken wir mal. Haben wir da so ein... Das hat ja mal gar nicht geklappt. So. Okay, die Farbe kommt da gar nicht durch. Wir versuchen es mit Vintage-Foto. Hiermit müsste das eigentlich klappen. Eigentlich. Ich habe das Gefühl, da ist keine Farbe dran. Ne? Ach, doch. Das Gefühl hat mich getäuscht. Ich brauche ein Tuch. Ich habe ja das Talent, sobald ich mit diesen Stempelkissen rumspiele, nenne ich es jetzt mal so, schmiere ich mich immer nur ein. Mehr mache ich nicht, habe ich das Gefühl. Dann nehmen wir das mit Vintage Foto hier. Ja, da haben wir so eine kleine Ecke. Können wir ruhig hier drauf nochmal abdrücken und dann können wir hier auch nochmal in Vintage-Foto damit gehen. Ja, und dasselbe auch nochmal mit den Buchstaben. Ja, das finde ich doch schon ganz gut. Das mag ich doch schon ganz gerne. Ich werde es noch an überlegen, ob wir hiervon noch was drauf geben. Das ist ja so selbstgemachtes Teaser sozusagen. Wir gucken mal, wir probieren das einfach mal aus. Schere. Einfach so ein bisschen. Ich schneide da immer nur so ein bisschen rein, dann schnibbel ich mir da so ein Stückchen raus. Ja, das kann man machen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt ist das allerdings ein bisschen lang hier. Schnibbel ich hier ab. Ne, das hat nicht geklappt. Nochmal. Wenn man das so zusammenrollt, klappt das auch nicht so. Gut. Und ich würde sagen, das so wie in dieser Art mache ich einmal mit allen natürlich. Dann haben die so ein bisschen mehr Leben. Und ich bin dann überlegen, ob ich hier Seitenzahlen draufschreibe. Also das wäre jetzt Seite 1 oder die letzte, das weiß ich noch nicht. Das gucken wir dann später. Dann machen wir erstmal das fertig und dann gucken wir weiter. Thank you.
So sieht es jetzt aus. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Das sind die Front- bzw. Rückseiten. Das sind die Zwischenseiten. Ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht. Ja, und wie sollte es anders sein? Ne? Wie sollte es anders sein, was jetzt kommt? Ich lege es schon mal so hin. Wir müssen natürlich ein paar Sprenkelchen drauf machen. Nicht viele, ein paar. Ein paar. Ich habe mir hier schon mal was hergeholt. Und zwar dieses hier. Und bin jetzt gerade wirklich an überlegen, ob ich diesen Farbton nehme. Da bin ich gerade wirklich an überlegen. Oder ob ich es mir damit wieder versaue. Was heißt wieder, ne? Da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Ich meine, wir können zur traditionellen Goldfarbe wieder gehen. Die nehmen wir immer. Oder ich viel mehr. Ja, das, wie gesagt, das wirkt immer so dreckig, diese beiden Farben. Ach, weißt du was? Wir nehmen die hier. Wir nehmen die hier. Ist ja genau die, die ich mir ausgesucht hatte. So, wir geben da mal ein bisschen Wasser drauf. Einmal so. Ich glaube, das reicht. Pinsel habe ich hier auch liegen. Es müssen ja nur ein paar Sprenkler drauf. Es muss ja nicht so viel drauf. Da brauchen wir auf jeden Fall gleich ein kleines Tuch. Ja, und dann wisst ihr eigentlich, was kommt. Ne, das muss trocknen. Das ist ja immer so eine Sache. So. Ja, erstmal die Pigmente schön anlösen. Eigentlich so sieht die Farbe ja echt schön aus. Da kann man ja nichts anderes sagen, ne? Oh. Jetzt ist auch was ein bisschen davon im Silber drin. Das ist doch auch okay. Das ist doch auch okay. Okay. Wir schieben das hier rüber. Ach, eigentlich, oder? Vielleicht sollte ich nochmal so ein... Ja gut, wir lassen das erstmal trocknen. Danach kann ich das erst besser beurteilen. Aber so finde ich die Farbe gar nicht so schlecht. Wie spritzt das heute aber wirklich überall hin? Vielleicht ein paar Weiß. Nee, Weiß ist nichts. Ne? Ja, komplett hier, ne? Gut, dass ich immer irgendwas anhabe, womit ich solche Sachen machen kann, ohne dass ich mich am Ende ärgere. Ich würde sagen, so lasse ich das Ganze. Und jetzt brauche ich irgendwie einen Eimer und Wasser und ich weiß nicht. Ich muss mal eben hier... Ihr seht das, glaube ich, gar nicht bei mir hier. Ist alles voll. Keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe heute. Nein, das ist nicht so gut. Ja, das ist jetzt passiert. Das ist jetzt passiert. Nicht gut, nicht gut. Mach nicht, nein, lass das einfach liegen. Putz einfach nur das Drumherum weg. Du musst ja nicht sauber machen, richtig. Das machst du gleich. Ja. Und so sieht das Ganze jetzt aus und muss natürlich erstmal trocknen. Wie, guck mal hier. Wie das halt immer so ist. Ne? Es muss trocknen. Und die beiden würde ich jetzt von der anderen Seite nicht mehr machen. Das ist ja die Backside und die Frontseite. Aber diese vier, die mache ich gleich natürlich auch nochmal, damit sie von beiden Seiten ein paar Kleckse bekommen. Ja, und ich würde sagen, weil die Trocknung dauert natürlich ein bisschen. Ja, ich weiß, ich könnte das föhnen, aber ihr wisst, ich mache das nicht so gerne. Wenn das so trocknet, sieht das irgendwie immer anders aus, finde ich. Von daher würde ich sagen, ich hole euch einmal näher. So, da habe ich euch und dann zeige ich euch einfach mal, wie das jetzt bisher aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir machen morgen an der Stelle da einfach weiter mit den Seiten. Dann sind die auf jeden Fall schon durchgetrocknet. Ich zeige euch mal noch eine und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.